So, ich glaube, dann können wir beginnen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich hier zu dieser Podiumsdiskussion begrüßen, aus Anlass des morgigen Quantentages. Das Thema dieser Podiumsdiskussion ist, wie viel Quantenmechanik steckt im Alltag? Dies ist eine Veranstaltung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Mein Name ist Klaus Lemmerzahl von der Universität Bremen und ich bin im Vorstand der DPG für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wenn Sie Mitglied der DPG sind, dann wissen Sie auf jeden Fall, zum Beispiel aus dem immer sehr lesenswerten Physikjournal, dass im Laserpointer, im CD-Player, in den Computerchips Quantenmechanik steckt. Die Frage ist, ob das alles ist oder ob Quantenmechanik auch noch in anderen Dingen oder Prozessen zu finden ist. Und dann gibt es ja auch noch die Frage, wie weit der Nutzen für den Alltag gehen kann, wenn doch die Quantenmechanik so vollkommen entgegen unserer alltäglichen Vorstellungen funktioniert und damit scheinbar alltagsuntauglich ist. Obwohl die Quantenmechanik in vielen Hinsichten, wie gerade gesagt, vollkommen entgegen unserer alltäglichen Anschauung funktioniert, haben wir die Quantenmechanik aber trotzdem vollkommen verstanden. Und zwar in dem Sinne, dass wir ihre Regeln in Gänze kennen. Und diese Regeln sind so gestaltet, dass sich mit ihnen immer mehr neue und ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Zum Beispiel in der Festkörperphysik, mit topologischen Materialien, in der Sensorik, mit Messungen auf Entfernung, in der Quantenkommunikation, wo es prinzipielle Abhörsicherheit gibt. Nur um einige Beispiele zu nennen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Bandbreite der Möglichkeiten der Quantenmechanik zum großen Teil noch nicht ausgeschöpft wurde, dass es also in Zukunft sicherlich noch viele positive Überraschungen geben wird zum Nutzen der Grundlagenphysik wie auch der praktischen Anwendung. Und darum, um das, was es bisher an Anwendungen gibt und was es in Zukunft geben könnte, geht es in dieser Diskussionsrunde. Ich stelle in Kürze jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Podiumsdiskussion vor. Sie haben alle in Deutschland studiert, sind im Laufe ihrer Karriere an höchst renommierten Unis und Forschungsinstituten im Ausland gewesen und haben dann hier in Deutschland eine Professur erhalten und sind in Exzellenzclustern, sondern Forschungsbereichen, Max-Planck-Instituten und anderen Forschungsverbünden involviert. Alle haben auch die Quantenmechanik als zentrales Forschungsgebiet und zwar auf der angewandten Seite. Klaus von Klitzing vom Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart hat bekanntermaßen den Nobelpreis für den Quantenhall-Effekt bekommen, der die Grundlage für die revolutionäre Neudefinition des internationalen Einheitensystems ist, speziell des Kilogramms, an dem er auch federführend mitgewirkt hat. Frau Eva-Maria Weig von der TU München beschäftigt sich mit der Quantennatur von nanomechanischen Strukturen und mit Quantensensorik. Alles sehr, sehr aktuelle Themen. Frau Tanja Mehlstäubler von der PTB baut die mitgenauesten Uhren weltweit und wendet diese in der Grundlagenforschung und in der Geodäsie an. Der Moderator der Diskussionsrunde ist Axel Lorke von der Universität Duisburg-Essen, der sich unter anderem mit Quantenpunkten beschäftigt und der auch die sehr erfolgreiche Freestyle-Physik für und mit Schülerinnen und Schülern ins Leben gerufen hat. Vielen Dank, dass Sie heute alle hier sind. Kurze technische Bemerkung, die Veranstaltung wird so ungefähr eine Stunde gehen. Alle können an der Diskussion teilnehmen, und zwar insofern, dass sie ihre Fragen oder Beiträge in das Q&A oder F&A-Tool schreiben können. Herr Lorke und ich behalten dieses Tool im Auge und werden dann ihre Fragen im Laufe der Diskussion aufgreifen. Und damit möchte ich gerne an unseren Diskussionsleiter Axel Lorke übergeben. Bitte sehr. Ja, herzlichen Dank, Herr Lemmerzahl. Auch von mir einen guten Abend an alle, die den Weg hier in dieses Zoom-Meeting gefunden haben. Und wir hatten abgesprochen, dass wir vielleicht mit ein paar Eingangsstatements beginnen, mit denen wir in das Thema einführen. Und ich würde Herrn von Klitzing bitten, mit seinem Impulsfolien zu beginnen, die uns in dieses Thema einführen. Herr von Klitzing, bitte. Ja, Herr Lorke, vielen Dank für die Einführung. Ich muss es nochmal groß machen hier. So, wir sind heute hierher gekommen,
um etwas über Quantenmechanik im Alltag zu hören. Und das Ganze ist wohl ein bisschen eine Übungsstunde, denn es kommt das ganz Großes auf uns zu. Herr Lemmerzahl hat es gar nicht erwähnt, eigentlich die DPG ist ja schon voll in Vorbereitung für das Jahr 2025. Da werden wir hoffentlich, wenn die Vereinten Nationen bei der nächsten Generalversammlung das bewilligt, wieder ein Jahr der Physik bekommen, und zwar der Quantenphysik. Und da ist das so ein bisschen ein Warm-up eigentlich, damit wir jetzt uns schon ein bisschen dran gewöhnen, was wir alles in der Öffentlichkeit in 2 Jahren erzählen können über die Bedeutung der Physik. Das Jahr 2005, das Einstein-Jahr, war ja ein sehr großer Erfolg, wo eigentlich die Physik ein bisschen auf die Straße, auf die Märkte gegangen ist und die Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Und das ist eigentlich jetzt auch ein bisschen so der Vorbereitung für das, was 2025 kommt. Und Herr Meschede, der frühere Präsident der DPG, hat sich ja angenommen, dieses zu einem besonderen Jahr 2025 dann zu machen. Nun, als ich studiert habe, hieß es eigentlich nur, ja, Quantenphysik, das sind schöne mathematische Aufgaben, die man machen kann, ein Particle in a Box und Tunneln. Und das Wichtige ist, dass die Planck-Konstante einen endlichen Wert hat. Wenn H gleich 0 ist, die Planck-Konstante, dann haben wir klassische Physik, H endlich Quantenphysik. Und das hat sich jetzt drastisch geändert mit dem H. Wir wissen, dass H endlich ist und dass die Quantenphysik dominiert fast unser Alltagsleben. Und ich habe hier dieses Bild hier rausgenommen, wo drin steht H gleich 6,62607015 und so weiter. Das ist eine festgelegte Zahl. Seit 4 Jahren ist die unveränderlich. Sie wird niemals in Zukunft diesen Zahlenwert verändern. Und das habe ich aus einem Artikel entnommen, der überschrieben war, Game over für das Pariser Urkilogramm. Und seit 20.05.2019 gibt es das Urkilogramm als offizielles Standard nicht mehr. Und da jeder etwas mit Maße, Gewichte zu tun hat im täglichen Leben, haben wir da einen sehr hervorragenden Einstieg in das Thema. Wenn wir die Planck-Konstante festlegen, dadurch das Kilogramm festlegen, dann hat das etwas mit unser tägliches Leben zu tun. Und ich möchte hier in meiner Einleitung gerade auf die Metrologie hier besonders eingehen, die Wissenschaft des Messens. Wir alle Physiker wissen, wir haben die 7 Basiseinheiten. Alles, was wir messen können, ist auf diesen Basiseinheiten, beruht es auf diesen Baseneinheiten. Und wir haben seit kurzem eigentlich die Quantenmetrologie verstärkt oder in den Vordergrund geschoben. Und ich möchte über diese Quantenmetrologie sprechen. Da haben wir das Wort Quanten, denn die Messtechnik beruht heute zum großen Teil auf Quantenphänomenen. Und ich habe hier von diesen praktischen Anleitungen, wenn man diese Basiseinheiten realisieren will, wie man diese in der Praxis umsetzt, da gibt es diese Empfehlung vom Büro International Parmesier. Und eigentlich die wichtigste Basiseinheit oder Quantenphänomen direkt zu sehen, ist natürlich die Atomuhr, seit 1955 realisiert, ich glaube seit 67 offiziell eingeführt. Und ich glaube, wir könnten eine ganze Stunde eigentlich hier, wenn wir über Quanten reden, nur über die Atomuhr reden. Bekannteste Beispiel ist ja, dass beim Galileo, beim Global Navigation Satellite System mehrere solche Atomuhren vorhanden sind, um eben genau Positionen zu messen. Und das GPS ist ja nur ein Teil davon. Bei vielen, vielen Problemen heutzutage, wenn wir über Global Warming diskutieren, die Meeresspiegelhöhen messen wollen, dann wird es teilweise von Satelliten aus sehr genau, auf Millimeter genau analysiert. Dazu muss man natürlich genaue Positionsmessungen und die ganzen Messtechnik haben. Wenn wir das Ticken der Uhr, das vom Gravitationspotential abhängt, wenn die sehr genau ist, die Uhr, dann können wir Höhenunterschiede von ein paar Zentimeter feststellen. Also darüber könnte man eine ganze Stunde drüber reden. Das ist ein Blueprint gewesen für andere Einheiten, wo Quantenphänomene eine Rolle spielen. Ich hatte schon erwähnt, das Kilogramm ist abgeschafft und da haben wir unsere schöne Planck-Konstante. Das ist der exakte Wert, der sich nie verändern wird. Und dadurch ist eben das Kilogramm abgeschafft worden. Na, wo kommt jetzt die Quantenmechanik rein? Und das ist ein schönes Beispiel auf relativ einfache Art und Weise, denn durch die Festlegung der Planck-Konstante und der Quantentheorie wissen wir beim Wasserstoffatom sehr genau, welche Energien wir im Wasserstoffatom haben. Brauchen wir einfach nur das einfache Bild vom Bohrschen Atom zu haben, dann können wir, wenn wir
annehmen, dass wir einen unendlich schweren Kern haben, dass wir die Rydberg-Konstante sehr genau messen können. Und wenn wir diese Frequenzen messen, dann ist eigentlich nur die Elektronenmasse der einzige Parameter. Und wenn wir also die Planck-Konstante festgelegt haben, haben wir sie, diese Elektronenmasse. Heutzutage wissen wir die in Kilogramm, hier mit 11 Stellen genau. Also atomare Größen sind dadurch sehr, sehr, sehr genau bekannt. Nun ist es ein bisschen schwierig, von diesen atomaren Größen zum täglichen Leben zu kommen, um das Kilogramm dann abzugraden von Elektronenmasse. Aber man kann durch Zyklotron-Resonanzvergleiche kann man sehr schnell hochskalieren zur Siliziummasse. Und wenn man die Siliziummasse weiß und die Gitterkonstante im Kristall, dann hat man die Möglichkeit, nachher das Kilogramm direkt von der Elektronenmasse bis zum Kilogramm abzugraden. Und das ist dann eine solche Kugel. Und das wird ja gerade in Deutschland, die PDB war ja führend auf dem Gebiet, eine Realisierung des Kilogramms basieren auf der Planck-Konstanten. Es gibt andere Methoden, ich möchte darauf nicht eingehen. Dann Quanten. Quanten ist ja alles, was unteilbar ist. Die Unteilbarkeit des Elektrons wurde auch bei der Definition des Amperes realisiert. Heutzutage, der Strom ist basierend auf einem festen Wert für die Elementarladung. Und wir müssen dann nur in der Taktfrequenz messen, wie viel Elementarladung pro Sekunde laufen durch einen Draht, dann haben wir die Stromdefinition. Nun, da ich ja mit dem Quanten-Hall-Effekt groß geworden bin, muss ich natürlich dazu auch was sagen. Hier haben wir einen Drahtwiderstand, wie er früher beim National Bureau of Standards in Amerika verwendet wurde. Und per Definition war das, was beim National Bureau of Standards vorhanden war, eben die offizielle Definition. Aber die sind nicht stabil und heutzutage haben wir über die Quanten Hall-Effekt, eben die Möglichkeiten, überall auf der Welt sehr reproduzierbar Widerstände herzustellen. Also man sieht hier, bei diesen ganzen Fundamentalgrößen, Messgrößen, spielt Quantenphysik eine Rolle. Und ich habe mal versucht, jetzt im Internet nachzusehen, was kann man jetzt bei Amazon kaufen an Quantengeräten, aber man sollte das nicht tun. Dann kriegt man alles Interessante für medizinische Anwendung, alles Mögliche, was nichts in der Praxis mit Quantenphysik zu tun hat. Also das ist ziemlich gefährlich. Aber man kann wirklich Quantengeräte kaufen. Ich habe hier zwei Quantengeräte, kommerzielle Quantengeräte von der Elektrotechnik hier aufgeführt. Da steht direkt dran, das Quantenvoltmeter oder Quantenhall-Standard. Das sind Geräte, die kann man kaufen. Wenn man genug Geld hat, kann man sich das in den Keller stellen und jeder kann primär solche elektrischen Größen sich realisieren. Und das sind natürlich solche zuverlässigen Quantenstandards, die sehr, sehr genau sind, ist natürlich für den weltweiten Handel von ganz enormer Bedeutung. Und hier sieht man, wo das H auftritt beim Josephson-Effekt. Das ist die Basis für den Quantenvoltmeter. H mal nü gleich E mal U. Oder beim Quanten-Hall-Effekt H durch E Quadrat. Das sind diese Quantenphänomene. Und diese Quantenphänomene können überall mit sehr, sehr hoher Präzision, mit 11 Stellen, realisiert werden. Nun, der Josephson-Effekt, der hat natürlich sehr viele weitere Quantenphänomene, bringt er mit sich, wenn ich den zu einem superleitenden Ring und einem Josephson Junction reinbringe, habe ich einen Squid. Und heute, Squids sind ganz empfindliche Sensoren. Als ich Nobelpreis kriegte, wurde ich sofort mit meinem Kopf in ein Squid-Array gelegt, um zu sehen, ob meine Hirnströme noch funktionieren. Und da kann man wirklich sehen, wenn welche Reaktionen, welche Teile des Gehirns dann aktiviert werden. Und wenn wir heute über Quantencomputer reden, die meisten Quantencomputer basieren heutzutage von solchen Qubits auf der Basis von Squids. Aber das sind Sachen, die man noch nicht kaufen kann. Nun, beim Quanten-Hall-Effekt, vorhin wurde auch Topologie erwähnt, topologische Isolatoren ist ein Quantenphänomen. Topologischer Quantencomputer ist auch eine Vision, wo eben diese Quantenphänomene eine Rolle spielen sollen. Nun, ich komme aus der Festkörperphysik und möchte noch ein Beispiel bringen, wo die Quantenphysik dominiert. Ich habe hier ein schönes Bild, wo man Cadmium-Selenid-Quantenpunkte, also nur von demselben Material verschiedene große Kristallchen, und die können luminisieren und die Farbe hängt nur von der Größe der Materialien ab. Und Herr Lorca hat mir gerade letzte Woche noch gesagt, man kann auch kaufen jetzt Fernsehbildschirme, wo eben solche Quantenpunkte dafür sorgen, dass wir die Farbleuchtkraft von Fernsehbildschirmen besonders gut genießen können. Dann in Solarzellen, in der Medizin als Nanotracer werden sie angekoppelt an andere Moleküle und dann gewisse
Reaktionen sind besonders aktiv dann bei Krebszellen. So kann man also das als Tracer verwenden, solche Quantenpunkte. In der Physik spielt wieder die Spin-Qubits, wenn man so Quantenpunkte mit einzelnen Elektronen hat, dann kann man die Spinnen verwenden. Das sind neue Entwicklungen, aber das ist im täglichen Leben vielleicht nicht so sehr sichtbar. Aber überall, wo Quantenphänomene eine Rolle spielen, sind empfindliche Sensoren auch möglich. Und man kann heute mit solchen Quantenpunkten einzelne Elektronen kontrollieren. Ich hatte vorhin erwähnt, dass der Strom normal heutzutage über das Zählen von Elektronen passieren kann. Das kann man mit Hilfe solchen Einzelelektronentransistoren realisieren. Nun, ich komme aus der Festkörperphysik und die Quantenphysik hat eigentlich durch die Kontrolle der Atome in Kristallen eigentlich einen ganz großen Aufschwung erlebt. Also hier habe ich mal skizziert, wie wir heute mit modernen Epitaxieverfahren einzelne Atomschichten kontrolliert anbringen können. Und wenn man eine Schicht hat, wo gerne sich Elektronen aufhalten, dann haben wir einen Quantentopf. Und alle diese Möglichkeiten, es wurde vorhin schon erwähnt, die Quantenwelllaser, Quantenkaskadenlaser, Solarzellen, Resonanztunneldioden, alles, was mit Tunneln und mit Teilchen in einer Box zu tun haben, Elektronen, die Materieeigenschaften, da spielt die Quantenphysik eine Rolle. Und die Quantenmechanik ist eben in der Lage, diese Materiewellenlängen von Elektronen, das Licht oder die Gitterschwinge als Phononen, alles das zusammenzuführen, um Materialien zu verstehen. Und ein bisschen Reklame für das Max-Planck-Institut. Hier habe ich ein Bild, ein Graduate Center nur für Quantum Materials, also Quantenmaterialien. Das ist das, was man heutzutage durch die Kontrolle mit der Nanotechnologie realisieren kann. Früher sind wir dazu übergegangen, die atomare Kontrolle zu gewinnen. Heute macht man die Wechselwirkung zwischen diesen künstlichen Materialien. Strongly correlated materials ist heute ein modernes Wort. Und nachher die komplexen Phänomene, wenn wir über Magnetismus, über Superleitung reden, dies kann man alles kontrolliert herstellen mit solchen Quantenmaterialien. Das ist ein großes Feld und ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen schon Stichpunkte gegeben, was man alles heute über Quanten und Quantenmaterialien sagen kann, was man realisieren kann. Und zum Schluss nochmal eine Waage, wo hier eben nicht mehr, weil ich mit der Masse angefangen habe, die Vergleich zwischen zwei Massen hat, sondern hier wirklich die Planck-Konstante, die Quantenphysik, die Basis ist, denn die Masse wird mit einem elektronischen Gegengewicht verglichen. Das ist eine andere Möglichkeit, wo dann diese Quantenphänomene, der Joseneffekt, der Quantenrolleffekt mit einfließen. Und hier sieht man direkt, immer wenn wir heutzutage eine Masse in der Hand haben, sollten wir an die Quantenphysik denken. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr von Klitzing. Manchmal, wenn man durch eine mittelalterliche Stadt oder ein Stadttor tritt, sieht man so an der Seite angeschlagen, was eine Elle ist. Ne? Dann wussten die Kaufleute, die zur Stadt reinkommen, das ist eine Elle. Und es ist eigentlich ganz erstaunlich, dass es bis ins 20. Jahrhundert hinein mit dem Kilogramm genauso war. Dass wir gesagt haben, das Kilogramm ist das, was da in Paris in einem Tresor steckt. Und erst durch die Quantenphänomene, die Sie sehr schön erläutert haben, wir jetzt uns von diesen, das ist eine Elle, das ist ein Kilogramm, haben lösen können. Vielen Dank. Damit würde ich gerne Eva Weig das Wort erteilen, die auch einen kurzen Impuls in Richtung Quanten im Alltag uns geben wird. Ja, vielen Dank, Axel. Und schönen guten Abend. Mein Impuls geht in eine klein wenig andere Richtung, nachdem wir jetzt ja schon sehr, sehr viel über wirkliche Anwendungen von Quanten im Alltag gehört haben. Eine Frage, die mich in unserer Forschung beschäftigt, ist die folgende. Wir kennen ja alle die Gesetze, die unseren Alltag bestimmen. Die Dinge des täglichen Lebens folgen eigentlich den Gesetzen der klassischen Physik. Wir haben jetzt zwar schon gesehen, dass da doch auch Quantenmechanik drinsteckt, aber der Stuhl, auf dem ich sitze, die Tür, durch die ich gehe, das sind alles klassische Objekte. Ich kenne also zum Beispiel immer genau ihren Ort und ihre Geschwindigkeit und die verhalten sich klassisch. Andererseits wissen wir natürlich, es gibt die Quantenphysik
Und die bestimmt das Verhalten von Atomen, von Elektronen, von sehr kleinen Objekten. Aus denen sind aber unsere großen Alltagsgegenstände wieder aufgebaut. Und wo ist da die Grenze? Das wird sehr, sehr schön, finde ich, von diesem Cartoon illustriert, den ich Ihnen hier gezeigt habe, der von Wojciech Zurek stammt. Und im Zentrum von dem Cartoon steht ein Grenzbaum. Auf der rechten Seite vom Grenzbaum haben wir die klassische Welt, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, mit dem Stuhl und der Tür. Das ist durch eine Katze repräsentiert, die auf dem Dach sitzt. Da auf der anderen Seite der Quantenwelt sehen wir Schrödingers Katze, die in diesem sehr, sehr merkwürdigen Zustand, gleichzeitig tot und lebendig, solange wir ihren Zustand nicht messen, sich befindet und schwebt. Das widerspricht natürlich jeder Alltagsintuition, ist aber Fakt für Atome und all diese anderen mikroskopischen Teilchen. Und man kann sich wieder fragen, wo ist denn da die Grenze? Und wie groß können denn Quantensysteme sein, damit sie sich noch quantenmechanisch verhalten? Und an solchen Fragen arbeiten wir mit mechanischen Systemen. Jetzt habe ich nur zwei Folien gemacht und es geht nicht weiter. Doch, hier sehen Sie die zweite Folie. Das ist eine Illustration eines solchen nanomechanischen Systems, keine echte Aufnahme, aber man sieht da einiges ganz gut. Sie sehen ein langes und dünnes Objekt, ungefähr 100 Nanometer breit und dick, viele Mikrometer lang. Und wir untersuchen die mechanischen Vibrationen von dieser Seite. Diese Seite ist nun natürlich einerseits sehr, sehr winzig. Man kann sich das vorstellen wie ungefähr 1000-mal kleiner als ein menschliches Haar. Ja, also wirklich klein. Auf der anderen Seite ist es aber doch ein makroskopisches Objekt. Wenn ich überschlage, stecken in so einer Seite eine Billiarde Atome drin, ungefähr. Das ist also so groß, dass man definitiv eigentlich zunächst mal klassisches Verhalten erwarten würde. Man kann aber an solchen, die sehen etwas komplizierter aus, aber im Prinzip sind das auch nanomechanische Resonatoren, kann man tatsächlich den Übergang zu quantenmechanischem Verhalten sehen. Die Seite schwingt dann also nicht mehr wie die Seite einer Gitarre, sondern sie schwingt wie ein quantenmechanischer harmonischer Oszillator, der auch im Grundzustand nie in Ruhe ist, dessen Energie quantisiert ist, dessen Position und Geschwindigkeit ich nie gleichzeitig genau messen kann. Im wahrsten Sinne haben wir da also wirklich quantenmechanische Systeme, mechanisch schwingende Systeme, die sich quantenmechanisch verhalten. Und die Frage ist, wo ist die Grenze? Ja, die sind groß, geht es noch größer? Was kann man damit alles untersuchen? Und eine Frage, die uns interessiert, ist dann auch, wie kann man sowas anwenden, in den Alltag bringen, in der Quantenkommunikation, in der Quantensensorik? Ja, und damit möchte ich meinen kurzen Exkurs beenden und übergebe zurück an den Herrn Lorke. Ja, ganz herzlichen Dank. Also wenn ich das so mir anhöre, ist das so der Versuch, in die Schrödinger-Katze-Physik hineinzukommen. Nicht? Man nimmt eine Seite und die ist schön klassisch und dann macht man sie immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und fragt dann, wann ist sie quantenmechanisch und wann sehe ich beides, klassische und quantenmechanische Eigenschaften. Vielen Dank. Damit kommen wir zu Frau Mehlstäubler, die uns aus ihrer Sicht die Alltäglichkeit der Quantenmechanik erläutern wird. Ja, danke, Herr Lorke. Und ja, auch von meiner Seite guten Abend an alle. Ich habe auch ein paar Folien hier vorbereitet. Ich hoffe, dass Sie die jetzt sehen können. Ich switch noch auf. Genau. Ja, ich wurde gefragt, als Motivation hier ein bisschen vielleicht auch die Frage nachzugehen, warum ich ein Quantenmechanik-Fan bin. Und ich glaube, das knüpft ganz gut an, was Herr von Klitzing und Frau Weig jetzt schon gezeigt haben. Ich gehe jetzt noch eine Stufe weiter zu den wirklich kleinsten Objekten, die Sie sich vorstellen können, nämlich die einzelnen Atome, die einzelnen Ionen als möglichst ideale Quantensysteme. Vergessen wir mal die Elektronen natürlich. Was mich, denke ich, am meisten fasziniert hat während meines Studiums, waren tatsächlich, als ich zum ersten Mal gefangene Atome auf einer Kamera gesehen habe. Und wenn ich es mal animieren darf, das sah ungefähr so aus. Also wirklich wie eine brennende, leuchtende Wolke. Wenn Sie mal
ein Natriumkondensat oder eine Natrium-magneto-optische Falle gesehen haben. Das flickert und flackert, als ob sie ein kleines Leuchtfeuer, als ob es wirklich eine kleine atomare Sonne in der Vakuumkammer hätten. Also das strahlt wunderschön bei 590 Nanometer. Das ist natürlich das Auge auch sehr empfindlich im gelben Bereich. Und diese Atome können wir heute mit Laserlicht fangen und zu wahnsinnig kleinen, kalten Temperaturen kühlen. Sie sehen hier so Atome in einer dreidimensionalen magneto-optischen Falle haben 2 Mikrokelvin. Also das ist ein Millionstel Kelvin kurz vom absoluten Nullpunkt im Universum. Und mit diesen Atomen können wir heutzutage Quantensensoren bauen und interessante Messungen machen. Und was ich hier in der Folie vorstellen wollte, ist so jetzt der Schritt raus aus dem Labor in die tatsächliche Anwendung, wo ich Ihnen auch ein paar Beispiele zeigen möchte, wo Sie solche Anwendungen auch schon kommerzialisiert von Firmen kaufen können. Ich fange an mit dem Atomgravimeter. Also Sie können sich vorstellen, dass Sie hier diese gefangenen Atome einfach fallen lassen. Genauso wie Galileo Galilei für den Apfel fallen ließ vom schiefen Turm von Pisa und klein g damit bestimmt hat. Genauso machen wir das heute mit Atomen. Wir lassen sie fallen, diese ultrakalten Atome, und messen dann mit einem gegenläufigen Laser, wie schnell die Atome bezüglich der Phasenfronten von dem Laser nach unten fallen. Das ist im Endeffekt ein Atomgravimeter. Und so ähnlich sieht das aus. Also das ist eines der ersten, das hier realisiert wurde. Und ich möchte mal zeigen, nur mal so aus dem Labor, Messungen, was sie tatsächlich mit diesen modernen Quantensensoren auch an Real-World-Sachen sehen können. Also diese Messung wurde damals in Paris aufgenommen und wir hatten da ein Erdbeben in Japan detektiert. Also auf der anderen Halbseite der Erde, hier in den Kyrillischen Inseln, gab es damals Anfang des Jahres 2007 ein Erdbeben mit einer Magnitude auf der Richterskala von 8,1. Und das konnten wir wunderbar mit den kalten Rubidium-Atomen sofort detektieren. Natürlich sieht man auch mit diesen Gravimetern den täglichen Tidenhub. Man sieht hier die, was im Endeffekt Ebbe und Flut auslöst. Und je nachdem, ob sie Vollmond oder Neumond haben, sind dann die Tiden auch unterschiedlich stark. Also sie messen tatsächlich mit diesen Quantensensoren schon sehr nah an der Erde. Ja, was ist jetzt der aktuelle Stand von diesen neuen Quantensensoren, basierend auf wenigen einzelnen Atomen? Es gibt mittlerweile Firmen, wie zum Beispiel Myquans. Hier ist dieses Gravimeter, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. Das ist jetzt etwas miniaturisiert und kompaktifiziert worden. Es muss ja raus aus dem Labor, hoch auf den Berg. Hier ist das Gravimeter auf dem Ätnagrad und macht Messungen. Dasselbe Gravimeter wurde auch schon über Island geflogen als Fluggravimeter, um hier die ganzen Vulkane auszumappen. Und in Zukunft, Blick in die Zukunft, wir werden diese Art von Quantensensoren auch im Weltraum finden in den nächsten Jahren. Und da möchte ich nur zum Beispiel eine sehr interessante NASA-ESA-Mission erwähnen, die schon sehr erfolgreich ist seit vielen, vielen Jahren, nämlich die GRACE-Mission und mittlerweile auch GRACE Follow-On, wo auch Hannover ganz stark dabei ist, das Max-Planck-Institut, das Einstein-Institut oder auch das Institut für Erdvermessung von den Geodäten. Und hier fliegt seit vielen Jahren ein Gravimeter um die Erde in einem Orbit und misst sozusagen die Massenveränderungen auf unserem Planeten, gerade im Hinblick auf Klimaerwärmung. Sie wissen ja alle, das Abschmelzen der Gletscher auf Grönland wurde hier über die Jahre 2012 bis 2002 bis 2018 hier dieser Verlust an Masse in Grönland an den Gletschern wunderbar gemessen mit diesen Sensoren. Und in den Follow-on-Missionen gibt es jetzt auch nicht nur Laser, die aus Hannover kommen. Demnächst werden auch genau diese Inertialsensoren und Quantensensoren an Bord um die Erde fliegen, um diese Messung noch genauer zu machen. Und es gibt natürlich, wie Sie sich vorstellen können, viele mögliche Anwendungen, nicht nur Erdobservation, sondern auch die Prospektion nach Rohstoffen oder auch Inertialnavigation. Dann möchte ich jetzt von den Neutralatomen in noch andere Quantensysteme zeigen. Wenn wir den Atom nämlich ein Elektron klauen, dann haben wir die sogenannten Ionen, also ionisierte Atome. Die können wir seit auch vielen Jahren, tatsächlich seit den 50er Jahren, eine Technologie, die Wolfgang Paul erfunden hat, in diesen Ionenfallen speichern.
Nur, dass moderne Ionenfallen eben ein bisschen hübscher noch aussehen. Also das ist eine Ionenfalle, die wir an der PTB entwickelt haben. Hier ist eine der ersten kommerziellen Ionenfallen von der Firma Infineon. Hier geht es dann Richtung Quantenprozessoren oder eben auch Richtung Sensoren. Wir arbeiten da auch sehr eng miteinander natürlich. Und hier sind so wunderschöne Bildchen, wie diese einzelnen gefangenen Atome, wie Sie die wirklich mit dem Auge sehen können. Also die werden abgebildet auf eine CCD-Kamera und jeder Leuchtpunkt, den Sie hier sehen, ist ein fluoreszierendes, leuchtendes Atom im Licht des Lasers. Und Herr von Klitzing hat es auch schon angesprochen, diese künstlichen Kristalle, sowas Ähnliches bekommen Sie auch mit den Ionen. Das sind die sogenannten Coulomb-Kristalle. Ionen sind ja positiv und stoßen sich ab. Sie sind aber in der Falle gefangen, können also nicht aus. Also formieren sich hier so einen Coulomb-Kristall, wo sie ihre potenzielle Energie minimieren. Und da können sie dreidimensionale, zweidimensionale und auch eindimensionale Kristalle machen. Das ist auch die Basis für moderne Quantensimulatoren. Und keine Angst, ich werde jetzt hier nicht ins Detail gehen. Ich wollte nur hiermit ausdrücken, dass so ein einzelnes gespeichertes Ion eines der idealsten Quantensysteme ist, die Sie sich vorstellen können. Also komplett isoliert von seiner Umwelt können wir das in dieser Falle speichern. Das Quantensystem ist dieses Zwei-Niveau-Atom. Das Spin kann nach unten zeigen oder nach oben, also 0 oder 1 haben. Die Teilchen sind in einer harmonischen Falle gefangen. Frau Weick hat schon gesagt, ne, das sieht man an der Quantenmechanik, die diskreten Vibrationszustände in diesem harmonischen Potenzial. Und mit Hilfe von einem Laserlicht können wir, die Experimentatoren, diese beiden Systeme, also das fermionische Spin-System und das bosonische Bewegungsfallensystem zusammenkoppeln, miteinander kombinieren und perfekt kontrollieren. Dafür gab es ja auch den Nobelpreis 2012 von Dave Wineland. Und ja, das ist hier leider aus dem Weg. Ich werde mal dieses Video starten. Hier sehen Sie ein Realtime-Video von Quantensprüngen. Ein einzelnes gefangenes Terbium-Ion in unserer Falle. Und dieser Laser regt die einzelnen Niveaus, diesen Quantensprung zwischen Spin-Down und Spin-Up an. Und damit blinkt dieses Teilchen einmal hell und einmal dunkel, je nachdem, ob es unten oder oben in diesem atomaren Spin-Zustand ist. Also das ist sehr schön. Sie können das wirklich live auf der Kamera heute mit dem eigenen Auge beobachten, wie ein einzelnes Atom in Ihrer Falle gefangen ist und Quantenübergänge macht, Quantensprünge macht. So, dann zu den Anwendungen. Ich muss mal ein bisschen hier dieses Zoom-Fenster wegschalten, Entschuldigung. Wenn Sie, Herr Klitzing hat es auch schon erwähnt, die Atomuhren sind eigentlich in den 50er Jahren schon erfunden worden. Deswegen sind die von der Technologie her wahnsinnig reif. Also da ist schon sehr viel Arbeit reingegangen. Und die Mikrowellenatomuhren, die fliegen eben im Weltraum im GNSS-Segment für Galileo-Satelliten, GPS-Satelliten. Jeder, der einen GPS-Empfänger in seinem Handy hat, nutzt Atomuhren heutzutage. Die optischen Atomuhren, die mit den gefangenen Ionen und was ich Ihnen vorgezeigt habe, das schafft gerade jetzt den Weg raus aus dem Labor in die Anwendung. Und mit diesen neuen Atomuhren, die nochmal in Größenordnung besser sind, ungefähr zwei bis drei Größenordnungen, können wir neben Navigation und Zeitverteilung auch noch viele andere Sachen machen, nämlich zum Beispiel Suche nach neuer Physik. Sie haben es sicherlich auch gehört, vieles im Universum ist noch nicht verstanden. Es gibt sehr viel dunkle Energie, noch schlimmer die dunkle Materie, die noch komplett unverstanden ist. Und auch damit suchen wir mit diesen besten Atomuhren der Welt, um theoretische Modelle zu testen oder beziehungsweise auch Einsteins Relativitätstheorie und auch die Quantenmechanik auf die Probe zu stellen, ob es nicht doch irgend noch eine neue Physik jenseits unseres Standardsmodells gibt. Und auch in der Geodäsie, nicht nur die Gravimeter, auch die Uhren tragen mittlerweile zur Geodäsie bei. Hier sieht man diese Knödel, das ist das sogenannte Geoid. Und da ich hier gerade zufälligweise in Braunschweig sitze, muss ich natürlich diese Folie hier zeigen. Die PTB ist ja im Hauptsitz in Braunschweig. Karl Friedrich Gauss, das ist einer der bekanntesten Söhne von Braunschweig, der nicht nur hier geboren ist, sondern auch an der Universität dann promoviert hat. Und Gauss war der Erste, der diese Erdfigur, die Sie hier sehen, nämlich den Geoid, beschrieben hat. Und das ist das Gravitationspotenzial der Erde. Und das können Sie heutzutage mit unseren genauesten Atomuhren messen, also durch eine Zeituhrenmessung, können Sie die Gravitation der Erde bestimmen, nämlich wieder mit Hilfe von Einstein durch die Gravitationsrotverschiebung.
Herr Klitzing hat es auch, glaube ich, schon ganz kurz angesprochen. Die aktuellen Atomuhren in unseren Laboren können so etwas wie 1 Zentimeter an Höhe auflesen. Sie können also wirklich unterscheiden, wenn Ihre, na gut, Atomuhr hier am Handgelenk sich hier befindet oder Sie heben die Hand 1 Zentimeter hoch, können Sie den Zeitunterschied schon messen. Ja, und damit bin ich am Ende von meinem Motivationsvortrag. Ich stopfe die Folien hier. Ganz herzlichen Dank. Das war wirklich eine sehr schöne Einführung. Herzlichen Dank nochmal an alle drei. Das Wort Quantensensorik ist ja jetzt schon häufiger vorgekommen. Und wenn man an Quanten denkt, also wenn man nicht gerade an das umgangssprachliche, den Quantensprung, der etwas als etwas besonders Großes empfunden wird, wenn man an das Planck'sche Wirkungsquantum H denkt, das ist ja eine winzig kleine Größe. Und das macht natürlich die Quantenphänomene sehr, sehr verletzlich. Also man muss sich immer so ein bisschen anstrengen. Aber ich habe den Eindruck, die Quantensensorik macht hier aus der Not eine Tugend, dass man eben die Empfindlichkeit der Phasenbeziehungen, die die Quantenobjekte zueinander haben müssen, damit man die Quantenphänomene sieht, dass man aus dieser Tatsache eben technische Relevanz zieht. Vielleicht, Frau Mehlstäubler, könnten Sie da noch mal ein bisschen dazu sagen, wie man das beherrscht, dass einem der Quantenzustand nicht kaputt geht und man ihn dann wirklich beobachten kann, wie er auf äußere Einflüsse reagiert. Ja, kann ich gern machen. Ich denke, ein großer Durchbruch war in den 80er, 90er Jahren die Entwicklung der Laserkühlung von Atomen, die wir anwenden an einzelne gefangene Ionen, aber auch an die Neutralatomen, die dann in ganzen Wolken geladen werden. Also wie kann ich sozusagen die idealen Quantensysteme nutzbar machen, indem ich sie von der Umwelt isoliere und einfange, abkühle und in diesen Fallen dann lange, möglichst lange halten kann. Also das ist eigentlich das Entscheidende, wie isoliere ich mein Quantensystem, damit ich eine möglichst lange Kohärenzzeit habe, damit ich möglichst ungestört die Quanteneigenschaft nutzen kann, ohne dass es mit der Umgebung wechselwirkt. Und das ist wirklich in den 80er, 90er Jahren gelungen durch die Einführung der Laserkühlung, durch die Einführung von optischen Dipolfallen, Tweezers, magneto-optische Fallen und ich habe es auch gezeigt, die Ionenfallen. Ionenfallen wurden ja eigentlich für die Massenspektroskopie erfunden. Also wenn Sie irgendwie durch den Flughafen gehen und auf Sprengstoff untersucht werden und in vielen anderen Anwendungen gibt es ja diese Massenspektrometer. Und die wurden aber dann auch in den 80er Jahren so weit entwickelt, dass man zum ersten Mal einzelne Ionen da drin fangen konnte und auch sichtbar machen konnte. Und ich glaube, das ist einfach der entscheidende Durchbruch gewesen. Und mittlerweile hat sich die Technologie so verfeinert, dass wir einzelne Ionen teilweise sogar monatelang in diesen Fallen halten können. Ja, wir können monatelang mit demselben Quantensystem reden. Und das ist robust genug, dass man das zum Flughafen schleppen kann? Ja. Das Schöne ist, das Teilchen ist ja gefangen in meiner Falle und ich kann die Falle schütteln und es fliegt nicht raus. Ionenfallen haben zum Beispiel eine Tiefe von 10.000 Kelvin. Also Sie müssten das Teilchen über 10.000 Kelvin hochheizen, damit es rausfliegt. Also das ist unheimlich mächtig und aus dem Grund sind diese Ionenfallen auch mittlerweile gute Kandidaten immer wieder weit vorne an für Quantencomputer zum Beispiel, weil sie die Weltrekord an Kohärenzzeit haben. Und nun, es sind feine Effekte, die wir messen, aber ich möchte jetzt die klassischen Sensoren auch gar nicht so abtun, also die können auch wahnsinnig viel. Das ist sehr beeindruckend, was klassische MEMS-Sensoren und so heute mittlerweile können. Das ist wirklich noch relativ auf gleicher Höhe. Wo aber die Quantensensoren tatsächlich überwiegen, ist zum Beispiel eine Langzeitstabilität. Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein einzelnes Atom haben, da haben Sie eine kleine Atomuhr eingebaut. Sie sprechen sozusagen mit Übergängen, die nur durch fundamentale Naturkonstanten definiert sind. Da driftet nichts, da verbiegt sich nichts. Wenn ich einen mechanischen Sensor habe, der kann altern, der kann wegdriften, der kann sich verändern über die Zeit.
Der Quantensensor nicht. Der gehört, der hört nur auf die Naturkonstanten. Solange die konstant sind, habe ich immer die gleiche Messung. Und deswegen sind Quantensensoren so interessant, gerade auch für Initialnavigation, für Weltraumanwendungen oder auch auf der Erde, wo ich wirklich eine hohe Langzeitstabilität brauche. Ja. Genau, ich hatte schon die Kleinheit von H angesprochen und hatte auch schon den Namen Plancksches Wirkungsquantum erwähnt. Und da muss ich natürlich gleich zu Herrn von Klitzing, der ja lange Direktor am einem Max-Planck-Institut war, überleiten, der uns vielleicht ein kleines bisschen mehr über die Geschichte von H erzählen kann und warum das nach Herrn Planck benannt wurde. Und meines Wissens ist es auch so, dass das H für Hilfsgröße steht und trotzdem immer noch auf der ganzen Welt H genannt wird. Wie war das? Wie ist die Beziehung von Planck zur Quantenmechanik? Nun, Planck hat es nicht H genannt, er hat es A genannt. Er fängt mit A an, mit B und so weiter. Und es war wirklich ein Akt der Verzweiflung für ihn, denn Max Planck, der war groß aufgewachsen mit der Welleneigenschaften konnte sich nicht vorstellen, dass Licht was anderes ist als eine Welle. Die Interferenzeffekte, alles das wunderbar erklärt über die Welleneigenschaften. Und als er die schwarze Strahlung, also ein heißer Körper, der ja nur entsprechender Temperatur ein Spektrum aussendet, als er die theoretisch beschrieben hatte, dann musste er eben die zwei Konstanten A und B einführen, die heutzutage mit der Planck-Konstante und der Boltzmann-Konstante, das waren eben die Energiegrößen KT und H mal Nü, die in seinen Gleichungen aufkamen. Und er hatte es eigentlich gar nicht akzeptiert, dass das irgendeine praktische Bedeutung hatte. Also wirklich, er hat das wirklich als Akt der Verzweiflung bezeichnet, dass er die Größen einführen musste und H mal Nü, dass das ein Teilchen, ein Energiepaket sein sollte, daran hat er eigentlich nicht geglaubt. Das war eigentlich erst Einstein, der beim photoelektrischen Effekt wirklich die praktische Bedeutung von diesem H mal Nü, was wirklich einen Impuls hat, diese Energie hat, das ist erst dann sichtbar geworden. Aber ich glaube, den großen Aufschwung gab es eigentlich, als die de Broglie-Wellenlänge, dass man umgekehrt nicht der elektromagnetischen Strahlung einen Teilchencharakter zugewies, sondern einem Teilchen einen Wellencharakter. Dann hat man natürlich das alles zusammenführen können in der Quantenmechanik. Und das ist das Wunderbare, dass wir heute eben all diese verschiedenen Phänomene zusammenbringen können. Und dann die ganze Wechselwirkung zwischen Licht, Materie, Phononen, alle diese Größen einheitlich beschreiben können. Und damit arbeiten wir eigentlich, ohne uns zu überlegen, eigentlich, wie schwierig es war, erstmal das zu überwinden. Aber das Ganze beruht ja auf Fakten. Wir müssen einfach nur die experimentellen Fakten ansehen. Deswegen müssen wir die Quanten einführen. Und ich glaube, der photoelektrische Effekt ist, glaube ich, das Einfachste, wo man sieht, die Threshold, dass eben nicht zwei rote Quanten und ein blaues Quant, oder dass dieselben Wirkung haben, da haben wir diese Energiepakete. Und da gibt es ja heute auch durchaus Anwendungen für diese Einzelphotonen, also für diese einzelnen Energiepakete. Das geht ja in Richtung Kommunikation, oder? Ja, wenn wir also abschwächen das Licht so stark, dass wir diese einzelnen Photonen haben. Ich finde das für einen Experimentalphysiker immer beeindruckend, wenn man einen Interferenzeffekt beobachtet und dann so die Intensität des Lichtes runterdreht, dass man die Einzelphotonen auf der Fotoplatte sieht und dann zuerst Statistik dann sieht, wo eigentlich die Photonen aufkommen und dann nachher das Interferenzmuster sieht. Das ist ein experimenteller Fakt. Und da mussten natürlich erstmal die Quantenmechanik, dass man eben die Wellenmechanik einführen musste, mit Wahrscheinlichkeiten die Amplitude der Quantenmechanik identifiziert, dass das Photon da vorhanden ist. Und dann mit den einzelnen Photonen wird heute zutage, was Sie eben erwähnten, eben Kommunikation gemacht. Und da ist eigentlich ein Weg, um in der Kryptographie einzelne Photonen zu verwenden, die Quanteneigenschaften haben und eben eine sichere Übertragung ermöglicht. Da spielt wieder die Quantenmechanik
die Überlagerung, die Wahrscheinlichkeiten der Photonen eine entscheidende Rolle. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Forschungsgebiet heute, diese einzelnen Photonenuntersuchungen. Ja, ich wollte kurz noch mal zwischendurch erwähnen, wer mag, kann gerne in die Frage- und Antwortspalte unten eine Frage stellen. Wir wollen bald auch in die Diskussion mit den Zuhörerinnen und Zuhörern treten. Aber vorher wollte ich noch mal auf das Stichwort eingehen, was Sie, Herr von Klitzing, ja auch schon genannt haben, nämlich Size Matters. Die Größe spielt eine Rolle, wenn es in der Quantenmechanik, wenn es um die Quantenmechanik geht. Sie haben diese Farbstoffe gezeigt, die alle aus denselben Materialien sind und trotzdem, also identisches Material, trotzdem ganz andere physikalische Eigenschaften. Und das versucht ja auch Eva Weik, indem sie eben mechanische Bauelemente kleiner und kleiner und kleiner macht. Wenn es dann jetzt soweit ist, dass man dann die Quantenphänomene in diesen Mini-Oszillatoren sieht, was wären dann mögliche Anwendungen für den Alltag? Ja, genau. Also mögliche Anwendungen, vielleicht strukturiere ich die Frage ein bisschen weiter. Wenn es jetzt ein Quantenresonator ist, dann denkt man natürlich an Quantentechnologien, für die der zunächst mal wichtig sein könnte. Das könnte die Quantenkommunikation oder Quanteninformationsverarbeitung sein, in dem Sinne, dass der mechanische Quantenzustand ein guter Speicher sein kann. Denn auch diese mechanischen Zustände haben sehr, sehr gute Kohärenzeigenschaften, ja, und speichern Quanteninformation oft länger als jetzt zumindest mal festkörperbasierte Qubits. Ich möchte mich nicht mit den Quanten in den Fallen von der Frau Mehlstäubler vergleichen, aber ich meine, es gibt ja auch all diese Systeme auch noch festkörperbasiert. Das können Quantenpunkte sein, das können supraleitende Schaltkreise in Form von Qubits oder Squids, die der Herr von Klitzing ja schon eingeführt hatte, sein. Die sind auch sehr, sehr gut von ihrer Umgebung entkoppelt, ja, aber zum Teil eben wirklich diese mechanischen Zustände noch besser. Ja. Man könnte sich also überlegen, man rechnet mit dem Qubit also irgendwelche Dinge aus, lädt sie dann in den mechanischen Zustand, kann sie dort für eine gewisse Weile speichern und sie sich dann wiederholen, ja, um sie weiter zu verarbeiten. Um das noch eine Reihe weiterzuführen, könnte man sich auch überlegen, die Wechselwirkung von so einem mechanischen Zustand mit dem Lichtfeld in einer optischen oder in einer wiederum schaltkreisbasierten supraleitenden Mikrowellenkavität zu verwenden, um den Zustand zu übersetzen. Damit scheint es möglich, zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine quantenkohärente Konversion von einem Mikrowellenphoton oder von einem Mikrowellenquantenzustand in einen optischen Quantenzustand und zurück zu schaffen, was sehr, sehr wichtig wäre, denn es könnte ja sein, dass Quantencomputing, so wir denn mal vernünftige Anwendungen dafür haben, bei Mikrowellenfrequenzen passiert, die ganze Datenübermittlung von quantenbasierten Signalen ja aber im optischen Bereich durch Glasfasern funktioniert. Ja, und die Frage nach der Schnittstelle dazwischen ist also eine sehr, sehr wichtige, denn da darf natürlich der Quantenzustand nicht verloren gehen oder manipuliert oder zerstört werden. Weiterhin denke ich auch, dass es interessante Anwendungen in der Sensorik geben wird. Nicht nur für diese, ich sage jetzt eher mal, Qubit-basierten Quantensensoren. Ja, wir haben wunderbare Beispiele gesehen bei der Frau Mehlstäubler, beim Herrn von Klitzing. Ich denke auch, dass die mechanischen Systeme da gegebenenfalls was beitragen können. Und ich glaube, was immer der Schlüssel dazu ist, Frau Mehlstäubler hat es erklärt, die Systeme müssen wahnsinnig gut von der Umgebung entkoppelt werden. Sie sind aber gleichzeitig schon sehr, sehr sensitiv auf kleinste Störungen. Und deswegen kann man wirklich viele Signale damit potenziell detektieren, die mechanischen Zustände wechselwirken halt fast mit allem, ja, und sind damit vielleicht besonders breit einsetzbar. Gleichzeitig ist es so, dass ich, um den Quantensensor zu bauen,
eben nur ein einziges solches System brauche. Ja, wenn ich Quantencomputing machen möchte, brauche ich sehr, sehr viele. Die müssen miteinander wechselwirken. Die dürfen deswegen trotzdem nicht so stark an die Umgebung koppeln, dass sie ihre Kohärenz verlieren. Es ist viel, viel komplizierter. Und deswegen ist die Quantensensorik da, glaube ich, einfach schon einige Schritte voraus und hat schon Anwendungen. Es gibt sogar im Bereich von photonischen Quantensensoren, mit photonischen Schaltkreisen, gibt es auch wirklich schon industriefähige Quantensensoren. Die wurden letztes Jahr auf der Hannover Messe vorgestellt. Ja, die also wirklich schon industrielle Prozesse überwachen können. Ja, also diese Dinge, die existieren wirklich schon, ja, auch wenn es vielleicht noch nicht so im Alltagswissen angekommen ist. Mhm. Ja, wenn man wirklich zu den kleinsten Teilchen geht, da hat man viel besseren Kontrast, wenn man wirklich kein Elektron und ein Elektron oder ein Flussquanten, zwei Flussquanten, da hat man einen sehr empfindliche Größe. Also alle diese Quantenphänomene sind eben sehr, sehr sensibel, um kleinste Veränderungen dann festzustellen. Also wir können Bruchteile von einem Flussquanten, also bei Magnetfeldmessungen dann messen, oder Bruchteile von dem Einfluss eines einzelnen Elektrons. Und da ist natürlich alles, was mit Quantensensorik zu tun hat, ist an der Grenze der Empfindlichkeit, weil der Kontrast da eben sehr groß ist und ich sehr empfindlich messen kann. Ja, und damit sind wir auch bei einem ganz spannenden Quanteneffekt, der auch einige Anwendungen hat, nämlich die Supraleitung. Sie hatten das ja schon erwähnt, wenn man Hirnströme beispielsweise messen möchte, da muss ich jetzt Frau Mehlstäubler zitieren, da gibt es auch sehr gute klassische Sensoren, aber es gibt eben auch die Sensoren, die auf der Supraleitung basieren und die Supraleitung wird auch, ich möchte da nichts vorwegnehmen, wer mag dazu noch ein bisschen mehr sagen, wo die Supraleitung heute im technischen Alltag oder in technischen Anwendungen benutzt wird? Naja, es wird teilweise als Speicher, heutzutage Energiespeicher, ist immer ein großes Problem. Da waren große Ideen, dass man große superleitende Spulen als Speicher nehmen kann. In Deutschland gibt es ja sogar eine Teststrecke in Essen, wo superleitendes Kabel verlegt ist zwischen zwei Punkten, wo eben große Mengen von Strom transportiert werden muss innerhalb der Stadt. Ich glaube, so einen Kilometer lang in Essen eine Teststrecke. Und läuft seit fast 10 Jahren. Schon seit, ja. Und gut, es muss noch immer gekühlt werden. Deswegen ist ja immer der Hype Raumtemperatur-Supraleiter. Können wir noch höher kühlen mit der Supraleitung, dann wird es vielleicht noch einfacher sein, denn die bisherigen müssen noch alle gekühlt werden. Aber die neuen Magnete, wenn wir in der Medizin ansehen, die ganze NMR-Technik wäre gar nicht möglich, wenn wir nicht diese superleitenden Magnete hätten. Und also da gibt es große Entwicklungen. Es gibt viel, viel Geld zurzeit in Amerika, dass man Kernfusion machen möchte, mit auch wenn man superleitende Magnete, um dann Plasma einzufangen. Also es gibt viele, viele Ideen, aber da ist noch viel Forschung notwendig. Und ich sage ja, in Quantenmaterialien versucht man ja künstlich neue Superleiter eben zu verstehen, zu erzeugen. Zurzeit ist ein großer Hype, sogenannte Twisted-Graphen, dass man zwei Graphenschichten gegeneinander verdreht und dann bei ganz bestimmten Drehwinkel plötzlich Supraleitung hat. Das sind alles Phänomene, die man mit solchen strongly correlated Elektronensystemen, wenn man Verbindungen oder die Wechselwirkung zwischen den Elektronen sie untersucht, dann kommt man zu neuen Phänomenen wie Supraleitung, wie magnetische Eigenschaften. Das sind für Sensorik, für Speicher, so breites Feld. Also ich glaube, Quantenphysik wird in zumindest in meinem Bereich in der Materialforschung für die nächsten Jahre noch immer dominieren. Ja, danke. Das, wenn ich darf, Herr Locke, wenn ich da vielleicht noch dazu einwerfen darf, also weil Sie gerade die Hirnströme erwähnt haben, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wo es jetzt ganz unterschiedlichste Ansätze gibt, die alle konkurrierend gerade so an vorderster Front sind. Auch hier sind die tatsächlich die
atomaren Sensoren genauso sensitiv mittlerweile wie die supraleitenden. Also zum Beispiel Bosch bringt die auch auf den Markt. Also Bosch hat einen eigenen Spin-off jetzt, Quant, gegründet, um Quantensensoren auf den Markt zu bringen und forscht schon seit vielen Jahren dran an diesen atomaren Sensoren. Sie können sich ja Atome auch so wie ein kleines Gyroskop, einen kleinen Kreisel vorstellen oder ein kleines NMR-Gerät, wo sie dann die unterschiedlichen Zeeman-Zustände, die hochmagnetisch empfindlich sind, dann mit Laserlicht wieder spektroskopieren können. Also das finde ich eigentlich sehr faszinierend, dass es so diese unterschiedlichen Ansätze gibt aus der Festkörperphysik, aus der Atommolekülphysik, und beide sind eigentlich fantastisch gut. Jeder in seiner eigenen Nische, wo man die besondere Anwendung hat, aber das ist mittlerweile tatsächlich auf dem Markt. Also. Und die Menschen, die diese Forschung betreiben, machen sich gar nicht mehr viel Gedanken darüber, ob es jetzt nun Welle und Teilchen ist und wie man sein Hirn da drum herum wickeln kann. Die betreiben Quantenmechanik. Und damit vielleicht zu Herrn Lemmerzahl. Sie haben die Fragen- und Antworten-Spalte im Auge. Gibt es eine Frage aus dem Publikum? Ja, ich muss erstmal wieder laut stellen. Ja, ich habe hier ein paar Fragen. Ich würde vielleicht mit einer praktisch-technischen Frage von Herrn Thum vom KIT beginnen. Ist das Erdmagnetfeld an einem Ort über viele Tage so konstant, dass sich die Elektronenniveaus eines Ions in einer Ionenfalle nicht messbar ändern? Falls nein, wird das Erdmagnetfeld kontinuierlich kompensiert? Das ist wahrscheinlich eine Frage an Tanja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte gesagt, man muss diese Quantensysteme gut abschotten von seiner Umgebung. Und da ist natürlich eine mögliche Magnetfeldfluktuation, die man nicht kontrolliert, auch dabei. Und da denke ich allein an jemanden wie einen Student, der ins Labor geht und einen Schraubenzieher irgendwo hinlegt. Schon ändert sich das Magnetfeld in der Umgebung gravierend. Und man sieht auch die Sonnenaktivität. Je nachdem, wie viel Eruption es an der Sonne gibt, wie viele Sonnenflecken, ändern sich die Magnetfelder auf der Erde sehr stark. Und all das messen wir natürlich mit den Atomen. Und dementsprechend haben wir Feedbacksysteme oder Helmholtz-Käfige, die man um diese Quantensensoren rumbaut, um das von unerwünschten, unkontrollierten Eigenschaften abzuschirmen und wirklich den Effekt zu messen, den man will. Also so eine aktive Magnetfeldstabilisierung oder mal eine kleine Mühmetallkiste ist durchaus findbar in den Laboren und in diesen, auch in den kommerziellen Sensoren. Das ist vollkommen richtig. Außer Sie wollen das Magnetfeld der Erde messen, dann natürlich nicht. Natürlich. Da habe ich noch eine Frage, die biologisch ist, von einem anonymen Zuschauer. Lässt sich die Netzhaut im Auge als Quantensensor verstehen? Da sage ich jetzt einfach mal ins Schweigen hinein. Es ist ganz erstaunlich, was uns zum Teil die Natur auch bei der Quantenmechanik vormacht. Und ich nehme da immer als Beispiel die Photosynthese, die wir natürlich furchtbar, furchtbar gern nachbilden würden. Und ich denke mal, auch die Detektoren im Auge sind noch nicht am Quantenlimit, aber nahe. Aber mit Sicherheit wird Quantenmechanik eine Rolle spielen. Ich meine, wenn bestimmte Anregungen, diskrete Übergänge auch stattfinden. Also ich würde sagen, die Quantenphysik muss mit einbezogen werden. Wie weit sie dominiert, weiß ich nicht. Aber Frau Mehlstäubler, Sie haben gerade so nett erzählt, wie man eine ganze Wolke von Ionen sieht. Ist es denn tatsächlich so, wenn man ein einzelnes Atom zum Leuchten bringt, kann das menschliche Auge dieses Atom leuchten sehen, das eine einzige Atom? Ja, das können Sie tatsächlich, aber Sie müssen sich die Atome geschickt aussuchen. Also ich würde das Barium-Atom empfehlen. Barium-Ionen haben nämlich eine Resonanz bei 560 Nanometer und das ist im grünen Bereich, wo unser menschliches Auge am empfindlichsten ist, so dieser gelb-grüne Übergang. Von der Natur gewollt, weil die Umgebung, die Sonne hat ja da auch ein Maximum. Und dementsprechend, wenn Sie das Auge adaptieren, also wirklich ein bisschen die Augen schließen, in einer dunklen Umgebung, sich auf diese Empfindlichkeit einstellen
und dann durch dieses Mikroskop gucken, können sie wirklich dieses einzelne Atom mit bloßem Auge sehen, als weißen Lichtfleck. Also sie sehen es tatsächlich nicht farbig, weil die Farbsensoren auf der Retina nicht so empfindlich sind, aber das Schwarz-Weiß-Sehen ist empfindlich genug. Sind alle Katzen grau? Genau, genau. Aber da können sie tatsächlich dieses Atom und die Atomsprünge dann blinken sehen. Andere Atome würde theoretisch auch gehen, aber die fluoreszieren halt dann vielleicht im Ultravioletten oder im Infraroten oder irgendwo, wo unser menschliches Auge nicht so empfindlich ist. Mhm. Herr Lemmerzahl, gibt es noch weitere Fragen? Da hätte ich noch eine interessante Frage, die auch viel zu Spekulationen führen könnte. Kerstin Fehn fragt, Interferenzexperimente kann man mit Elektronen, aber auch mit Fullerenen machen. Gibt es da eine prinzipielle Grenze nach oben? Also ich glaube, wenn man großen Aufwand treibt, kann man es immer größer machen. Man muss es entkoppeln. Also ich sehe keine fundamentale Grenze eigentlich, die da bestehen sollte. Also es ist inzwischen ja auch demonstriert mit sehr, sehr großen Makromolekülen verglichen mit den Fullerenen. Es gibt aktuelle Forschung, das immer noch weiter nach oben zu treiben. Es gibt, soweit ich weiß, keine fundamentale Grenze. Was immer komplizierter wird, ist tatsächlich der Aufbau des Doppelspalts oder des Gitters, weil das können dann irgendwann keine regulären Spalte oder Gitter mit einfach streifenförmigen Löchern mehr sein, die durchlässig sind und geschlossenen Bereichen, sondern da muss sehr, sehr viel Technologie, sehr, sehr viel Aufwand reingesteckt werden, aber dann kann man, glaube ich, da immer noch schwerere, noch größere Moleküle durchschicken und sieht Interferenz. Ja, und in gewisser Hinsicht machst du ja entsprechende Experimente, nicht? Du kannst natürlich, du wirst auf der einen Seite immer kleiner bis zu den Quantenphänomenen, aber du guckst natürlich auch, wo ist jetzt der Übergang zwischen klassischem und Quantenverhalten? Das heißt, wie groß darf ich den Draht machen, bis er nicht mehr quantenmechanisch ist, nicht? Genau, und in dem Gebiet, also nähern wir uns sozusagen derselben Fragestellung von zwei verschiedenen Seiten an. Ne? Das ist ganz richtig, genau. Eine analoge Frage wäre wahrscheinlich, wie gibt es bei der Verschränkung eine Distanzgrenze? Ja, also kann man jetzt nur auf 10 Meter oder 100 Kilometer oder 1000 Kilometer verschränken? Da gibt es wahrscheinlich genauso wenig eine Grenze wie bei der Masse der Quantensysteme für die Interferenz. Ich würde vielleicht sogar sagen, noch weniger als bei der Masse, weil es sind ja nach wie vor die perfekt definierten Quantenteilchen, nur dass wir sie als räumlich separieren. Und solange wir das in einem einigermaßen geschützten Bereich machen, wo jetzt nicht irgendwie die Umwelt sie komplett verändert oder sozusagen ohne unser Zutun misst und projiziert, kann man ja diese Verschränkung eigentlich beliebig weit auseinandertreiben. Ja. Das ist, glaube ich, zumindest der Stand des Wissens, dass man diese verschränkten Partikel so weit auseinanderziehen darf, wie man will, ohne dass die Verschränkung verloren geht. Und da hat es ja auch Nobelpreiswürdige Experimente genau zu diesen Fragestellungen gegeben. Und da hat sich immer wieder die Quantenmechanik durchgesetzt. Gut, ich glaube, das ist vielleicht an dieser Stelle ein ganz guter Punkt, um das Gespräch langsam zu Ende gehen zu lassen. Ich würde mich freuen, wenn jeder von den drei Disputanten vielleicht noch so eine ganz, ganz vielleicht einen Satz nochmal in die Zukunft richtet, was man sich von der Quantenmechanik als nächsten, vielleicht auch als übernächsten, vielleicht auch als überübernächsten, aber vielleicht auch einfach als nächsten Schritt wünschen würde. Ja, vielleicht fange ich mal an, da ich jetzt sehr oft in zweidimensionalen Systemen arbeite. Zweidimensional ist nicht nur eine Vereinfachung von unserer dreidimensionalen Welt. Da können ganz neue Phänomene stattfinden. Normalerweise leben wir mit Fermionen, Bosonen, und dann in zweidimensionalen Systemen
können wir Anionen haben, also Any-Ionen. Und wenn man in zweidimensionalen Systemen um ein Fermion herumgeht, dann kann man Phasen aufsammeln, was nur in zweidimensionalen Sachen geht. Und diese Non-Abelian-Statistik, diese neuen Phänomene, dass man solche topologischen Effekte, so ein Breding hat, was man in zweidimensionalen Systemen erfüllen kann. Wenn da schöne Experimente mal herauskommen, das wäre ein neuer Durchbruch eigentlich in der Physik, wo fundamentale Quantenphysik, dass man Phasen aufsammeln kann, die als Memory dann existieren. Das wäre für mich ein Durchbruch für die Zukunft. Genau, dann mache ich vielleicht weiter. Wir haben keine Reihenfolge abgesprochen. Ich möchte noch mal vielleicht ein bisschen in Richtung der Sensorik denken, ja, wo wir ja viele, viele schöne Beispiele gesehen haben. Allerdings ein Großteil der Sensorik, die heute im Alltag schon relevant ist, basiert auf den sogenannten Quantentechnologien 1.0, wie man so schön sagt. Ja, die zwar so auf Quanteneffekten beruhen, aber noch nicht auf wirklich, also dezidiert nicht klassischen Zuständen, die also zum Beispiel wirklich tatsächlich Verschränkung zeigen, ja, oder also irgendwie, ich sage jetzt mal, also ja, komplexe Quantenzustände sind. Es gibt viel Forschung im Bereich, diese Quantentechnologien 2.0 auch in die Sensorik zu bringen, beziehungsweise die Sensorik mit Quanten 2.0 auch in die praktische Anwendung. Und ich glaube, da werden wir auch im Alltag ganz, ganz viele schöne Beispiele sehen in der Zukunft. Also da kann ich der Frau Weig nur herzlich zustimmen. Das war auch der erste Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist. Wir befinden uns wirklich gerade auf dieser Übergangsebene zwischen Quantentechnologie 1.0 zu 2.0. Und wir nutzen natürlich die Quantensprünge, wir sind auf der Blochkugel und machen Materiewelleninterferometrie mit diesen komplexen Phasen, die ein Quantenspin-System haben kann. Aber diese noch interessanteren Zustände, die Frau Weig angesprochen hat, also die Squeezed States, Entangled States, die eigentlich zu einer noch höheren Sensitivität führen könnten, haben sich tatsächlich noch nicht durchgesetzt, weil QT010-Systeme einfach immer noch trumpfen durch das höhere Signal-zu-Rausch-Verhältnis. Und wenn ich und diese komplexen Quantenzustände kann ich halt wirklich aktuell nur dann gut kontrollieren, wenn ich zu noch wenigeren Teilchen gehe. Und dann werfe ich meistens so viel Signal weg, dass das unterdrückte Rauschen es nicht mehr wettmacht. Und das ist wirklich der Knackpunkt, wo wir hin müssen, noch bessere, höhere Kontrolle. Gut, das ist jetzt auch so ein bisschen der technologische Aspekt. Eine zweite Sache, die mir auch gerade noch durch den Kopf geschossen ist, wenn ich mir einen Wunsch äußern dürfte als Wissenschaftlerin für die Quantenmechanik, dann würde ich mir auch noch wünschen, dass wir die Quantenmechanik doch noch etwas besser verstehen, gerade auch im Hinblick auf die allgemeine Relativitätstheorie. Wie können wir diese beiden fundamentalen Theorien wirklich endlich mal zusammenbringen? Das ist ja immer noch der heilige Gral und wir haben eigentlich noch keinen so guten Plan, obwohl es natürlich hervorragende Theorien gibt, aber nichts hat sich bisher richtig durchgesetzt und konnte im Labor verifiziert werden. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun in diesem Jahrhundert und mal schauen, wie lange es dauert. Ja, herzlichen Dank. Bevor ich jetzt zum Gastgeber Herrn Lemmerzahl zurückgebe, möchte ich mich noch mal ganz herzlich bei Herrn Dormann bedanken, der dieses heutige Treffen technisch möglich gemacht hat. Herzlichen Dank, Herr Dormann. Und die abschließenden Worte hat Herr Lemmerzahl. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei den Diskutanten hier, Herrn von Plitzing, Frau Weig, Frau Mehlstäubler und natürlich auch bei Ihnen, Herrn Lorke, der die Diskussion hier wunderbar geleitet hat. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich könnte jetzt zwar auch stundenlang noch über Quantenmechanik reden, aber das lasse ich jetzt lieber sein. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir nächstes Jahr auch wieder eine Veranstaltung zum Quantentag durchführen werden, natürlich mit einem etwas anders gelagerten Thema. Nächstes Jahr gibt es auch eine Veranstaltung Quantenmechanik für die Schule in Bad Honnef, wo Herr Axel Lorke auch daran beteiligt ist. Und es wurde auch schon von Herrn von Plitzing genannt, 2025 machen wir das Quantenjahr. Darauf arbeiten wir hin und passen ja einfach auf, was es da so an Angeboten von der DPG gibt.
bedanke mich nochmal dafür, dass Sie hier waren, auch die Zuschauer und Zuschauerinnen, und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.